Servus, was geht und herzlich willkommen zu einem brandneuen GTA Online Video heute. Heute zeige ich dir noch einmal einen kleinen GTA Online Money Glitch. Und zwar ein richtig, richtig kranker Money Glitch. Ich glaube, das ist sogar der krankeste Money Glitch, den ich je gebracht habe auf diesem Kanal. Wirklich, du kannst wirklich krankes viel Geld machen und das ist unfassbar, wirklich pro Sekunde. Ich zeige dir das heute einfach mal. Bevor ich aber jetzt hier mit diesem Video wirklich auch anfangen, möchte ich dich noch mal kurz erinnern. Ich mache noch bis Freitag eine Verlosung. Auf jeden Fall habe ich eine Verlosung gestartet und zwar kannst du bei mir 8 Millionen GTA Dollar verdienen. Ich verlose sozusagen einfach gerade eine 8 Millionen Euro Shake Karte oder eine 75 Euro Shake Karte, eher gesagt. Und wie du bei dieser Verlosung mitmachen kannst, ist ganz einfach. Und zwar diesen Kanal natürlich abonnieren, dieses Video liken plus teilen und natürlich Hashtag Sub in die Kommentare reinschreiben, dann bist du safe dabei. Nochmal ganz kurz, ich möchte das mal kurz schon sagen. Und zwar, viele vergessen jedes Mal dieses Video zu teilen. Ich sehe das. Und wie gesagt, du wirst in den Filter bei mir reingespammt. Und dann sehe ich halt eben, ja, okay, der hat es gemacht, der hat es noch nicht gemacht. Und das Ganze wird dann am Ende dann einfach aus Zufall verlost. Oder ausgelost so. Und dann sehe ich halt den Gewinner sozusagen. Also, es gibt viele Leute, die das Video einfach nicht teilen. Und deswegen sind viele auch Leute noch nicht in dieser Verlosung dabei. Das tut mir wirklich mega leid. Aber ich kann euch auch trösten, es sind... Mittlerweile sind 750 Leute beteiligt an dieser Verlosung. Deswegen, Leute, nochmal ganz kurz an alle Leute, ihr müsst das Video auch teilen. Damit fangen wir jetzt aber auch endlich mal an mit diesem Glitch. Und zwar, du musst auf Optionstaste gehen, auf Online und auf GTA Online verlassen. Wenn du in GTA 5 endlich bist, dann kannst du jetzt auf den Editor zugreifen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn du das nicht machst, funktioniert der ganze Money Glitch nicht. Dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du jetzt auf GTA 5 wieder zurückgehst und zwar nicht online. Das haben letztens ganz, ganz viele Leute falsch gemacht. Leute, du musst auf online, das ist ganz wichtig. Wenn du in GTA Online bist, dann musst du jetzt auf Einstellungen und auf Anzeige und dann siehst du erweitertes Radar. Das musst du eben so einstellen, wie ich es eingestellt habe. Jetzt musst du an einen Geldautomat gehen und gleichzeitig die rechte Pfeiltaste. Und die rechte Pfeiltaste musst du eben drücken und jetzt musst du gleichzeitig X und Option Taste drücken und dann musst du eben auf Jobs gehen. Von Rockstar erstellt und Überlebenskämpfe, Schrott und Knochen. Wenn du dies getan hast, wartest du jetzt einfach, bis du da beenden drücken kannst, dann drückst du beenden und auf X. Jetzt sind wir da angelangt, wo wir eigentlich sein wollten und zwar sind wir an einem Geldautomat, wo eine Frau vor dem Geldautomat wirklich ihr Konto abhebt oder einzahlt. Ist egal. Auf jeden Fall muss da ein Mensch sein, der vorm Geldautomat ist. Das ist unser Ziel. Jetzt ist es ganz wichtig, wie du siehst, habe ich das auch sehr, sehr falsch gemacht. Und zwar habe ich die Frau schon erschreckt und dann funktioniert das Ganze einfach nicht. Wenn das Ganze nicht funktioniert hat, kannst du dich einfach umbringen und kannst das Gleiche noch einmal machen. Du gehst einfach nochmal zu irgendeinem Geldautomat. Und wie du da sehen kannst, habe ich es wieder verkackt. Diesmal sind wir an einem Geldautomat, wo es auch wirklich hundertprozentig funktioniert. Das ist nice. Auf jeden Fall seht ihr jetzt diese Frau. Ihr müsst eine Waffe in die Hand halten, ganz unauffällig und dann sie ganz schnell nehmen und wirklich richtig schnell die rechte Pfeiltaste drücken und wie du sehen kannst oben pro Sekunde bekommst du richtig krankes Geld. Das ist wirklich unfassbar viel Geld und es ist wirklich krank, wirklich, wie gesagt, also mach diesen Glitch nach, es lohnt sich wirklich mega, sag ich mal. Ich muss allerdings aber auch noch mal kurz was loswerden und zwar, dieser Glitch wird wahrscheinlich nicht lange funktionieren, dieser Glitch wird wahrscheinlich bald gepatcht sein, aus dem Grund, weil dieser Glitch erst seit 2 Tagen draußen ist, habe ich von einem YouTuber abgeschaut, muss ich ehrlich sagen, von einem amerikanischen YouTuber. Dieser Glitch ist, wie gesagt, wahrscheinlich nicht mehr lange verfügbar, wird wahrscheinlich in 1-2 Tagen schon gepatcht sein. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniere diesen Kanal und nochmal an diese Verlosung, teilt dieses Video, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Klopper. Ciao.